Zeit für Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Es ist endlich wieder soweit. Nach einer kurzen Pause dürfen wir euch voller Stolz präsentieren. Welsh Simulator. Zusammen natürlich mit der lieben Sarah, dem lieben Andres und natürlich dem Anime-Fan. Hallo. Hallöchen. Hallo. Halli. Und da sind wir Andres, den Hühnerflüsterer. Und endlich ist auch wieder die Muku da. Und hallo, Muku. Es gibt ein paar Neuigkeiten, denn es gab jetzt vor kurzem, wenn ihr das seht, Freitag. Also letzten Freitag gab es ein kleines Update. Und zwar können wir jetzt neue Sachen bauen. Finde ich sehr charmant. Denn es gibt zu einem Dekorationen. Solche hier zum Beispiel. Wanddekorationen und so weiter und so fort. Kleine Schilder. Baulich hat sich ein bisschen was getan. Wir können jetzt zum Beispiel Bett bauen. Nein. Regale. Wandlampen, Freunde. Wandlampen. Wandlampen. Holzständer. Dafür, das ist dann so ein bisschen, ich denke mal wie in the Forest. Ist eine Lagerungsmöglichkeit für Stämme oder Planken. Regale. Ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Voll gut. Voll gut. Und auch vom Gebäudebau her gibt es ein kleines Update. Man kann jetzt Holztorrahmen bauen und Holztore. Das heißt, die grüne Meile könnte nochmal ein gutes Stück saftiger werden. Holzfenster und so weiter und so fort. Also, es ist ohne Ende. Viel zu tun! Das am Start. Genau, und ich darf auch gleich direkt anfangen hier. Ich habe nämlich noch zwei volle Milchkannen. Und fang direkt an mit der Käseproduktion. Oh yeah. Ach ja. Und ganz wichtig, der Eierkorb hat sich verändert. Wir haben 19 Eier. Und, oh geil, man kann mit E die Eier direkt aufnehmen. Das ist nice. Und die haben jetzt zwei Farben. Also es gibt jetzt braune Eier und weiße. So, die Namen sind gemacht. Geil. Endlich. Das war jetzt die ganze Nacht nur mit Benennen. Da müssen wir gleich mal schauen, Freunde, wie die ganzen Hühner heißen. Ah. Du wirst erstaunt sein. Verstört? Hoffentlich mehr erstaunt. Also, sagen wir es so, bei dir wundert mich gar nichts mehr. Mich auch nicht. Und also, ändert sich bei, wundert sich bei Endes was? Nö, das habe ich aufgegeben. Ist auch besser so. Es ist gesünder. Die haben halt wirklich die Steine weggemacht, ne? Genau, das ist auch noch mal neu hinzugekommen. Die haben die aber Steine... Aber nicht alle. Ja, macht ja nichts. Oh, die haben die Steine, wo du entgegenfährst, weggemacht. Oh ja. Mein Gott, das geht so viel schneller gerade. Das geht ja sowas von viel schneller. Hallo Schmeinis. Hallo Küis. Silo habe ich schon überprüft. Da sind wir noch im Grün. Ja, ich hatte gerade im Vorbeigehen nochmal jeweils E gedrückt gehalten. Sind wir grün? Sehr gute Arbeit, hallo. Also, ich guck mal gerade, wie viel Holz ich hier noch liegen habe, was noch weg muss. Gar nichts. Naja, hier oben sind auch noch zwei Stapel. Ach so, das meinst du. Schatzi, was machst du gerade? Sie sammelt Holz ein. Ach so, okay. Warum? Alles gut. Stämme, wir brauchen Stämme, sagte ja. Da eben jemand. Ja, das stimmt. Anime-Fan hat schon wieder Holz geordert. Ja, ich mach mal eben hier unten die Fällung komplett am Weg. Könnt schon mal in Ego gehen? In Ego? Wie ging das denn? Ja, das frage ich hier gerade nicht. V gedrückt halten. Ah, V. Na, warum kann ich das nicht platzieren, weil da nichts dran ist? Okay, machen wir gleich. So. Muku, bleibst du mal hier? Es passiert doch nichts. Muku hat Angst. Endlos, ich brauche Holz. Sie hört den Anime-Fan ja, und hat erstens Angst. Oben ist Holz. Ich wollte gerade sagen. Das nächste ist in Arbeit. Weil das Häuschen ist fertig. Man muss es nur zusammensetzen. Ja, dann mach doch. Da, wo immer Holz liegt, da ist auch Holz noch. Also no joke, das geht so viel schneller gerade mit dem Käse. Ares, siehst du eigentlich das blaue Gebäude?
Man kann das jetzt wirklich schon komplett konstruieren, bevor man was reintut. War doch vorher auch so. Nein, die Wände konnte ich nicht ersetzen, wenn die Wände Bodenfeuer drin war. Weil die Teile voneinander abhängig waren, wegen der Stabilität. Ich konnte das Ganze auch jetzt kreieren, ohne dass... Ja, geil. Was auch hinzugekommen ist, man bekommt jetzt wieder, wenn man Sachen abreißt, einen Teil seiner Rohstoffe zurück. Das ist reizend. Ich habe den Eindruck, so durch dieses Update, auch jetzt in letzter Zeit, haben sie das Spiel erheblich vereinfacht. Aber das ist ja jetzt auch nicht... Ich wollte sagen, kein Kritik. Eben. Das tun wir erstmal alles hier beiseite. Nehmen wir erst ins Holz mit. Ding, ding. Ei. Weil ich drücke jetzt einfach nur auf den Eierkopf und habe direkt ein Ei in der Hand. Du musst nicht erst lange vorbereiten, dies, das, jenes. Sehr praktisch. Hast du das gerne Eier in der Hand, Aris? Ja, aber meistens nur die eigenen. Ja, eben. Die müssen ab und zu mal gerüttelt und geschüttelt werden. Außerdem ist das für Männer nun mal extremst beruhigend. Ja. Das ist das Äquivalent zum Schnurren einer Katze. Ja. Okay. Du wirst ja gleich das Eier halten, einfach mit dem Schnurren einer Katze. Yes. Emma, du hast ausgedient. Ich habe Eier. Oh, das willst du nicht gerne hören. Oh je, oh je, oh je. Das ist Emmas Problem. Schon ein bisschen, ja. So, gefällt ist. Jetzt wird auch nur quick zersägt. Sieht interessant aus, wenn man den ganzen Wald hier so liegen hat. Ich werde hinterher sehen, wie viele Bäume ich vergessen habe. So, ich nicht sehe hier den Wust. Da ist Bauschimmel drin. Nice. Na? Wie gesagt, fahrt auf der Straße vorsichtig. Hier liegen ein paar Bäume. Ja gut, ne? So ist das. So kannst du sehen. Ja. Auf jeden Fall im Lager, bei neben dem Hütten haben wir kein Holz mehr, Endres. Hab ich alles schon entfernt. Ach lol, wir hatten, ach stimmt, die letzte Aufnahmesession ist Tatsache ein bisschen her, deswegen bin ich da noch nicht so ganz auf dem Dampfer. Ich war gerade noch im Kopf beim Stand, wir haben nur zwei Kannen. Das ist nicht der Fall, wir hatten nämlich ja noch Milch eingelagert und so weiter und so fort. Ja, das ist doch praktisch. So, einmal bitte die Milchkanne hinzugeben. Und dann fangen wir an mit der lieben Katha. Die bekommt jetzt die Titzen massiert. Ja. Oh Gott. So, Freunde, jetzt heißt es auf Holz warten. Ups. Schnapp dir dein Auto und komm hier unten Stämme holen. Ne, ich geh erstmal ein bisschen Fleisch besorgen. Ja, Likoka, nicht meckern. Du kommst auch dran. Du spielst gerade mit Likoka sitzen. Auch an deine Titzen geht er alles dran. Genau so, nicht anders. Er spielt mit Likoka. Das war Katha. Du bist... Oh, jetzt müssen wir irgendwann gucken, dass Mella ihre Kinder wirft. Ich muss durch Schweine schlachten. Was? Hier ist ein Bulle verbuggt bei mir. Cool. Schon wieder. Oh, leer? Okay, muss ich... Es ist aber Bulle. Ja, trotzdem ist das irgendwie doof. Ich schau mal kurz. Der Geist von Squaw, ja, ich kann auch durchgehen. Also... Okay, ich sehe nichts für Scrow-mäßiges. Ja, hier ist weißer Bulle. Also Schneeweißer, ey, ist ein Prachtexemplar. Oh ja, es ist halt ein Geist, ne? Es ist halt ein, ja, die Geister. Skro, der Geist. Das dürfte Muku sein, oder? Muku? Nee, es ist nicht Muku. Muku ist hier bei mir. Okay, kannst du mir mal bitte Muku mitbringen? Muku, bei Fuß. Ich bring dich zur Schlachtbank. Ach, hör doch auf damit. Melkbank. Macht der armen Kuh nicht so Angst. Das ist nur Muku, die verbraucht das. Glauben. Du musst es ja nicht vorher sagen. So. Ich bin doch realistisch. Letzten Endes sind es alles nur Schnitzel. Okay, danke dir. Kannst du loslassen. Sind da. Hallo. So, mal schauen, ob wir irgendwas sehen, was sich geändert hat mit dem Jagen. Stand zwar nichts drin, aber weiß er nie. Da liegen Holzstämme. Okay. Der Kuh kommt. Aber warum haben die dann eigentlich die ganzen Steine entfernt? Weil Leute wie wir dagegen gefahren sind.
Junge, was sind hier Baumstämme? Was ist das für eine Rennstrecke? Ich hab doch gesagt, fahr vorsichtig. So, die Kanne ist voll. Du kannst jetzt nicht so tun, als wärst du überrascht. Ja, doch, doch, doch. Bei dir muss er immer überrascht sein. Ja, aber das liegt eher an meinem Wortwitz und meinem sprühenden Charme. Außer meinem natürlichen Verständnis für Humor und meiner Bescheidenheit. Alles klar. Also ich würde Andres und Bescheiden nie in einen Satz verwenden, muss ich echt zugeben. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nicht, wenn ich ehrlich sein soll. So. Ja, das ist irgendwie doof mit dem... Papa Mu läuft hier noch rum. Die Kuh können wir noch nicht abmelken. Teste das lieber nochmal. Ja, Melkmaschine sagt nein. Dann ist das so. Dann können wir die noch nicht abmelken. Ist aber kein Problem. Hat man nicht noch irgendwo eine Emma? Ja, ja. Emma haben wir ja auch noch. Die ist schwanger. Das hindert uns ja nicht daran, ihr die Milch zu nehmen. Genau. Die Arme. Katja hatten wir. Das klingt so bescheuert. Muku. Emma, hallo. Wir müssen nochmal umbenennen. Nein, das geht so nicht. Die heißt jetzt Katja. Wenn du sagst, dass du bei ihr an die Zitzen gehst, ne? Das ist. Ja. Ne? Merkst du selber. Soll er lieber eine Kuh Sarah nennen und an dir an Sarahs Zitzen gehen? Es klingt nach einem Du-Problem. Boah. Alter. Ich dachte, sie mag den Spruch nicht. Ja. Nee, tut's okay. Nicht. Außerdem darf sie mich dafür gerne dann bei der Gamescom schlagen. Das ist okay, ich habe das dann verdient. Du hast mehr als nur Schläge verdient. Von ihr? Vielleicht. Von dir? Niemals. Ich brauche nicht die Gamescom, um dich zu schlagen. Nee, du brauchst dafür Mut. Das erfordert Mut. Und wir brauchen Mut. So, Bambi habe ich schon mal doppelt erlegt. Aber ehrlich gesagt war Bambi auch ein bisschen enttäuscht. Der hat sich noch nicht mal gewehrt, Ares. Schon wieder? Also alles wie immer, sagst du? Ja. Alles wie immer. Okay. Ich überlege okay, gerade, wo ich das Bambi jetzt zerlegt hatte. Immer, die hatten das immer geweiht. Haben die auch Männchen und Weibchen angepasst bei den Bambis? Stand nichts davon in den Patch Notes. Nö. Weil ich habe jetzt wirklich ein Reh ohne Geweih gehabt. Hier ist ein Reh mit Geweih. Also Hirsch. Okay. Vielleicht waren wir einfach nur vorher doof und es ist uns nie aufgefallen. Ich habe immer noch geachtet. Ich fand da die Entfernung abgeknallt hat. Die hatten alle Rehe. Alle Rehe. Die hatten alle Rehe. Alle Rehe. Okay. Ja. Genau. Ach, die waren als kein einziger war Single. Glücklich. Oh Mann. Da steht ein Wolf auf der Straße. Korrektur. Fahr drüber. Stand ein Wolf auf der Straße. Ja. Frau, wo willst du mit der Karre hin? Die Baumstämme wieder einsammeln? Wenn ich nachher was verkauft habe und zurückkomme, braucht ihr mal was vom Laden, oder? Brauchst du das Auto, oder was? Nee, ich mach das selber. Anime, ich muss auch Sachen zeigen, ne? Vergiss das bitte nicht. Ich will aber nicht mit Sitzen spielen müssen. Ja, das zeige ich euch nicht, Freunde. Für Sitzen spielen mache ich privat nur. Jeder wie er mag. Dein OnlyFans-Account verkümmert nicht ohne Grund. Solange du dabei bist, ist mir alles egal. Ja, aber ich bezahle nicht dazu. Ich habe Admin-Privilegien. Du bist das Videomaterial hauptsächlich. Nicht auf deinem Account. Okay. Oh Gott. Was? Ich hab gehört, Ach, hat bei deinem Account Premium-Zugang und guckt sich alles an. Das ist mein einziger zahlender Kunde. Ah, ja. Das bekomme ich auch gratis, keine Angst. Was? Was? Oh, shit. Oh, warum? Warum? So. Heute geht's ja schon wieder ab hier, Freunde. Alles wie immer, nur schlimmer. Yep. So, gut. La 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 la. Anna, warum bist du denn tot? Ich mir gerade stapeln kann. Also ich habe den Eindruck, sobald aus den Kälbern irgendwie ein Bulle wird, fangen die an zu bangen. Ja, das. Ja.
Weil ich kann den auch nicht verwalten, nichts nada. Also der steht hier jetzt rum. Und okay, ist vielleicht ist ein Bug im Spiel. Das ja. Aber doof. Man kann ja so nicht schlachten. Du kannst ihn erschießen. Hoffe ich. Nein, kannst du nicht. Okay. Ich habe es gerade tatsächlich getestet. Ja, ja. Weil wir wissen, wenn wir jetzt den Server neu starten würden, dann wäre das ja, Tier weg. Also echt zum so Geisterproblem. So. Ja. Okay. Geister auf der Welt. Naja, es ist bei Phasmophobia passiert. Range Sim, na, ich verwechsel das ständig. Aus Gründen. Der Schuppen erinnert mich jedes Mal. So, aber ich würde doch mir gerne mal was anschauen. Dann schau mal. Wenn du die Zeit hast, geh dir mal die Namen anschauen. Gleich. Nee, deswegen sage ich, wenn du die Zeit hast. Das hat nichts, keine Priorität. Oh! Gleich. Kein Tier mehr? Wo sind sie denn alle? Habe ich schon ausgerottet mal wieder? Geil! Hey, es ist gleich 15 Uhr und man sieht wieder nichts mehr vor lauter Nebel. Ja, das Wetter ist heute eher Penis. Ja. Ja, ist echt noch verbuggt. Wenn wir Geld brauchen, der hat wieder Schätze aus alten Zeiten. Brauchen wir Geld? Nö, gerade nicht, haben 3000. Ja, dann. Wenn die wirklich so dauerhaft wiederholbar ist, jedes Mal, wenn man den Server wieder lädt, dann weiß ich nicht, ob wir das ausnutzen sollten. Wir arbeiten ja eh schon zu viert hier auf der Farm und haben es dadurch um einiges leichter. Nein. Wie seht ihr das? Ich sehe es genauso. Ja. Bug ausnutzen ist genau wie den Franklin ausnutzen. Ja, wow. Ist da jetzt mal wirklich so rein Interesse halber, geht das jetzt als Bug? Ist das ein Feature? Muss das so? Sollte man das da zu dem Zeitpunkt können? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Ja, das würde mich tatsächlich interessieren. Ja. Ich kenne dazu nur meine Meinung und das ist nur genau das, meine Meinung, mehr nicht. Das heißt, die Fuchsjagd ist wahrscheinlich auch wieder da. Gucken, wie viele Leute tatsächlich was dazu in die Kommentare schreiben. Weil, wenn ich das so betrachte manchmal, dann sehe ich zwar Views, aber wenig Interaktion. Leider, ja. Und für den Algorithmus ist die Interaktion gut, also ja. Schreibt es in die Kommentare. Oh! Best Burger sieht anders aus. Ja, die sind auch umdekoriert. Die haben jetzt auch schon die Bank mit eingebaut. Ja, also Best Burger ist auch kleiner. Oh, guckt euch das an, Freunde, die Fläche haben jetzt größer. Oh, ich sehe. Und man kann jetzt mit dem LKW die anderen aus, die haben keine Vorhofen mehr, wo die Stangen sind. Geil. Ja, gut. Ich klau mir mal hier zwei deiner Planken, Schatzi. Ja, ja, alles gut. Hähnchenfleisch, ja, Rinderwurst und Ei-Multiplikator. Bereite mir nämlich meinen Arbeitsplatz mal ein bisschen ansehnlicher vor. Ja, könnt ihr. Plus 240. Ich habe Fleisch verkauft. Hallöchen, ich hätte gerne bitte einen Junior-Burger. Oh, das ist ja geil. Oh, lecker. Burger. Fresh Drinks. Also, was haben die? Okay, das ist klein geworden. Ach, so ist das. Das wird dann einfach... Ja. Yeah. Also, die ist auch noch nicht auf der Karte markiert. Wo ist die Bank denn? Die finde ich eigentlich schon gesehen. Steht die nicht? Doch, ist das nicht... Das rote hier, wo du auch die Häuser, die Ranch in dem Sinne gekauft hast. Also nee, das steht nur draußen Williams Carshop. Das haben die auch geändert. Früher war es ein Glasgebäude, jetzt ist ein rotes Gebäude. Ja, geh mal reingucken. Öffnen.
Oh. Ich sehe das nur von hier aus. Sieht auch ganz anders aus. Hier ist jetzt nur das Auto und jetzt nicht mehr die Häuserkäufer drin. Okay. Ein kleiner grüner Kaktus, der kackt dir auf den Kopf, Valerie. Bitte was? Dann würde ich mal mit dem Kaktus zum Kaktusarzt gehen, wenn er dir auf den Kopf kackt. Hier kannst du dich auch angucken von so einem Ausführungsmodell. Okay. Dann ist was die Frage. In den Patch Notes ist. Ah, Entschuldigung, du zuerst. Da ist die Heidelbank, ja, dahinter. Ah, die ist jetzt abgetrenntes Gebäude. Ja, und man kann hier mit ihr noch nicht sprechen. Man kann jetzt auch wieder Autos, die man nicht mehr braucht, verkaufen. Ja. Yep. Ey, Frau. Schau dich. Aber jetzt die Frage, wenn jetzt die Bank ist, wo kriegt man dann die Häuserinformationen? Ich habe meinen Arbeitsplatz mal ein bisschen upgegradet. Nice. Ich finde, das hat was. Schöner Wohnen mit Ares. Hallo. Ich bin der Ares Wittler und heute zeige ich euch, was ich aus dieser Farm gemacht habe. Das ist halt echt original so. So, dann wollen wir schon mal die Kühe abmelken. Aber kein Käse vorbereiten. Okay, jetzt haben wir hier jede Menge Haufen von Holz, okay. Hä, sieht ja richtig geil aus. Macht was her, ne? Ja, definitiv. Hast du dir auch schon Motivationssprüche an die Wand gehängt? So in der Art, ja. So, die erste. Mit jedem Euter gibt es einen Käse. Oh, meine Herren. Ja, was weiß ich denn? Mir fallen für Farmer erstaunlich wenig Motivationssprüche ein. Ist des Landmanns Krume frisch gerupft? Keine Ahnung. Was ist mit den beiden Hühnern da kaputt? Was, die beiden, die außen stehen? Ja, die auf dem Futtertrog stehen. Ja, die haben sich da über Nacht auch hochgebackt. Dann habe ich die eben beim Umbenennen wieder runtergesetzt. Und wenn du sagst, die sind jetzt schon wieder drauf. Ja, Federkissen und Wildschaden. Ja. Wiggle, wiggle, Muku. Oh, hier läuft denn was? Was bist du? Okay. Okay, ja, Muku. Sind da so viele Hühner drin, Freunde? Ich habe doch irgendwo eine angefangene, ich wollte schon sagen. Hallo? So. Okay, die braunen Hühner legen braune Eier, die weißen weiße Eier. Was mal legen die gelben Eier, Hühner? Legen die gelbe Eier? Hat man die Kuchen schon? Weiß es nicht, ey. Ich blicke hier mit den Kühen gerade ein bisschen. Ja, keine Eiercurry schicken. Ja! Junge! Mach doch nach Farben. Was hast du denn geraucht? Was? Ich finde die Namen voll toll. Müll. Außerdem hatte ich Hunger. So, Freunde, welchen Hühnernamen findet ihr den besten? Oh, Annerie. Oh, Annerie. Böses Mädchen. Da werden nochmal für gestern ein paar Respektchen verteilt. Ihn? Eieieiei. Vielleicht die eine oder andere. Sugar Baby? Ach du Scheiße. Was hast du denn für einen Namen? Oh, hier ist eins ohne Namen? Okay. Ja, das eine, es sollte auch eins ohne Namen bleiben. Okay, ne? Okay. Nicht vergessen. So, die ganze Scheiße entfernt. Nee, das das hatte ich heute Nacht auch. Die blöden Viecher kacken überall hin. Aber danke, dass du das gerade auch wieder gemacht hast. Überall hingekackt? Die Scheiße wieder entfernt. Ach so. Hallo. Und er anfängt, mich hier in den Wald zu kacken. Nee. Dann mache ich mir Sorgen. Ich sehe die Schweine. Ich wollte sagen, die Schweine haben doch gar nicht auch irgendwo Scheiße gemacht. So. Wollte schon mal unterlagern. Mella, du bist aber sehr trächtig. Du bist schon sehr dick. Bald dürfen die rauskommen. So, wie sieht denn das mit den Eiern aus? Sind wir da. Haben wir da ein bisschen was am Start? Wir sind ein paar Stück drin, ich hab die noch nicht rausgeholt, ich hatte den Korb vergessen. Ja, alles wirklich machen. Ich hab nur die Scheiße rausgeholt. Gut. Da ist das Körbchen, Freunde. Oh.
Obwohl, ja. Ah, machst du schon? Ja. Nice. Baust du gerade das Auto? Nö, ich spiele gerade mit Eiern rum. Alles klar. Das nenne ich Ares, das nenne ich Endres, das nenne ich... Kannst mich mal am Arsch lecken. Nennst du benennst Eier? Ja. Hm. Du hast aber nur zwei, das ist dir klar, ne? Die sollen das Fahren hier so ein bisschen erleichtert haben. Da ist ein... So, jetzt dürfte ich alle Eier haben. Entschuldigung. Ich habe Sarah gerade mit ihrem Snap-Point weggemäht. Ach, egal. Ich hörte es. Die haben das Fahren erleichtert. Oh, jetzt habe ich mal einen Snap-Point. Carshop. Nee, doch nicht. Williams oder? Garage sieht auch anders aus. Best Burger hat einen komplett neuen Anstrich. Ja, die haben alle sehr viel geändert. Ich... Oh, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Gott sei Dank haben die diesen Scheiß da weggemacht. Wir haben jetzt übrigens 16 Eier. Ich hasse dich gerade ein bisschen. Ich liebe dich doch auch. Hat er deinen Snap-Point ruiniert? Ja. Ein Glück, dass er mich nicht getroffen hat. Alles nur. So. Weil wir ihn hassen. Ja, gut, aber Leute, dann würde ich fast sagen, fahre ich mal wieder zurück zur Ranch. Wer? Der erste Tages. wow. Der erste Tag in dieser Aufnahmesession ist ja schon wieder fertig. Ich meine, was soll man groß machen? Es wird scheiße dunkel. Die Schränke sind voll. Folglich wäre es jetzt selten dämlich, wenn ich in irgendeiner Form noch Käse vorbereite. Hallo. Macht ihr aber schön da. Ist euch das nicht auch ein bisschen zu dunkel? Was glaubst du, warum ich die Lampe anhabe? So, ich frage für dich. Ich habe das Gamma hochgedreht. Junge, ich auch. Nicht, ich nehme auf. Ja. In der Hoffnung, dass wir Webspace haben. Irgendwann ja. Wieder. Wäre... Auch das ist eine Sache, die könnt ihr in die Kommentare schreiben. So. Günstige gut. Angebote für Datentransfer im Rahmen von 100 GB. Gerne an uns. Jo. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich aber sagen, sind wir am Ende einer Episode angelangt, oder? Der Tag ging rum wie nichts. Küsschen. Jo. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen, checkt unbedingt die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr die Kanäle vom Anime-Fan verlinkt, den Partner Instagaming, Triebwerk und den Merch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit euch. Wunderschönen Tag, haut rein, macht's gut und ciao. Ciao, ciao. Tschüss.